Wir wollen von den Machern von Bayer jetzt mal wissen, was macht diese Videos eigentlich so besonders? Was ist der Unterschied zu den normalen Videos, die im HR ja bereits seit längerem eingesetzt werden? Und ja, welche Herausforderungen, Hürden oder auch Highlights ihr dabei erlebt habt? Unser Unternehmensmission ist Science for a Better Life und das heißt, Innovation und Forschung ist Key und Gen und Kernkompetenz unseres gesamten Wirkens und Tuns. Und das ist nicht nur beschränkt auf die Pharmaforschung oder auf den Bereich Pflanzenschutz, sondern natürlich auch in allen anderen Bereichen gewünscht, gefordert und eines unserer Treiber. Und wir haben eine Passion dafür, uns mit Innovationen anzusetzen, und das Thema Virtuality hat einen technischen Stand bekommen in den letzten Monaten, wo wir sagen, aus dem Konsumermarkt heraus lassen sich schon die Applikationen für uns in einem bezahlbaren Umfeld, denn wie bei HR müssen sie auf Kosten achten und haben eingeschränkte Budgets, dafür nutzen, tatsächlich einen zusätzlichen Mehrwert in der Kommunikation zu unserer Zielgruppe darzustellen. Die 360-Grad-Videos zeichnen sich dadurch aus, dass ein sehr, sehr immersiver Eindruck entsteht. Das heißt, wenn man, vor allem wenn man mit der Brille arbeitet und die Videos in einer VR-Brille betrachtet, hat man wirklich den Eindruck, man wäre vor Ort. Das ist ein Element, was uns vorher noch ein bisschen gefehlt hat. Wir haben zwar Videos eingesetzt und auch viele Mitarbeiterporträts produziert, um Talenten zu zeigen, was für Menschen das sind, die in einem Umfeld arbeiten, für das sie sich vielleicht interessieren. Aber so ein richtiger virtueller Besuch vor Ort bei Bayer, vielleicht sogar in Bereichen, die man sonst überhaupt niemals sehen würde, ja, also ein Labor beispielsweise, hat jemand, der sich auf eine Laborantenstelle oder eine Laborleiterstelle beworben hat, nie gesehen, bis er dann an seinem ersten Arbeitstag dann dort hier reingelaufen ist. Und jetzt sieht er das natürlich mit den 360-Grad-Videos, als wäre er vor Ort. Ich war total beseelt. Also ich habe das gesehen. War wahnsinnig beeindruckt, habe die Brille abgezogen, die Kollegen haben die Brillen abgezogen und wir haben uns angeguckt, also so ein unausgesprochenes Verständnis, eine Vereinbarung, geil, da müssen wir jetzt auch was machen. Das Feedback von extern ist mehr als positiv, das haben wir auch wissenschaftlich begleitet, indem wir dort intensive Befragungen gemacht haben, aber auch der Approach, den wir erreichen konnten im Internen. Ja. Das heißt also, dass wir hier in Deutschland teilweise schon jetzt einen Standard anwenden, den wir jetzt nach USA für Bayer exportieren, nach China, wir sind in Consur, die Kollegen aus Frankreich haben jetzt die ersten Anwendungen gestartet. Wovon ich immer noch überrascht bin, ist, wie gut das Ganze auch über die digitalen Kanäle funktioniert. Okay. Ja, wir haben das von Anfang an als integrierte Maßnahme aufgesetzt. Das heißt, wir haben eine Kombination gewählt aus Virtual Reality und aus 360-Grad-Videos. Und gerade diese Videos lassen sich in der digitalen Kommunikation sehr, sehr gut weiterverwerten und zusätzlich einsetzen. Und was hat motiviert, neben der Begeisterung, die beiden Kollegen, die hier sitzen? Ja? Und aber auch das jeweilige Feedback der Fachbereiche. Das war sehr arbeitsintensiv, das hast du gesagt, dass man im Vorfeld den Drehort ganz anders vorbereiten muss. Weil es gibt eben kein Vor- oder kein Hinter der Kamera, sondern dort, wo die Kamera steht, wird alles gefilmt. Und das hat halt in der Ansprache und im Management der Stakeholder eine höhere Komplexität gehabt. Aber sehr, sehr schnell, wenn dann die ersten postproduzierten Filme da waren und man dann eben auch mal den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen das gezeigt hat, haben die dieses Herzblut oder diese Begeisterung geteilt? Also ich wünsche mir natürlich auch, dass noch andere Unternehmen ebenfalls den Schritt in die richtige Richtung wagen und sagen, wir zeigen auch ähnliche Möglichkeiten, um Einblick zu nehmen, damit auch der Markt das auch näher annimmt. Also je mehr mitmachen, desto mehr wird der Markt das auch annehmen. Vielleicht ein Highlight von meiner Seite aus. Ich bin ja nun im Personalmarketing, Employer Branding, relativ gut verdrahtet im Unternehmen, aber ich war der erste meiner Kollegen, der mit dem Herrn Dr. Klusig, unserem neuen Personalvorstand, auch das Thema mal ganz kurz anreißen durfte. Und jemand, der schon viel gesehen hat aus der Technologie und zuständig für HR ist, der sagte, das ist ja echt irre. Ne? Also, und da war ich auch irgendwann, also selbst in den Bereichen der Vorstand wird man dann auch nochmal wahrgenommen und sagen, hey, die Leute bei HR machen ja auch ganz tolle Sachen.